1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt ungewöhnliche Esserfahrungen. Darüber möchte ich sehr gerne mit euch sprechen. Habt ihr schon mal etwas extrem Ekelhaftes essen müssen oder es sogar mit Genuss gegessen? Oder ist euer Essverhalten extrem ungewöhnlich? Oder verwendet ihr beispielsweise Lebensmittel vielleicht manchmal, wie man es eigentlich nicht tun sollte, und macht irgendetwas mit Lebensmitteln und konsumiert sie dann dennoch hinterher? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ungewöhnliche Esserfahrungen, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, eure Telefonnummer in die Mail bitte reinschreiben. Erste Anruferin heute Nacht ist Mara. Guten Morgen, Mara. Hallo, Domian. Hallo, Mara. 24. Hallo. Genau, fast 25, ja. Schön, dass du da bist. Okay, Also ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ungewöhnliche Esserfahrung. Ja, und zwar habe ich seit 4 Jahren ein extrem ungewöhnliches Essverhalten, also eine Essstörung. Mhm. Obwohl es sind schon fast 5 Jahre, wenn ich es mir jetzt so überlege. Also die Zeit vergeht halt so schnell. Ich hatte immer verschiedene Phasen. Mhm. Es hat angefangen bei einem Auslandsaufenthalt. Ich wollte nicht zunehmen. Also meine Mutter hat da auch immer so ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, ja, komm ja nicht dicker zurück, als du jetzt bist, sozusagen. Mhm. Und dann war ich in England und dann habe ich irgendwann angefangen, also am Anfang war es schwer und ich hatte auch immer wieder Essanfälle, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann eigentlich mit weniger auskommen. Mhm. Und am Ende war es eben Schwarztee mit viel Milch und Zucker. Ja. Und das habe ich dann sozusagen mit nach Deutschland gebracht. Ja. Dagegen ist ja noch nichts einzuwenden. Schwarztee mit viel Milch und Zucker. Genau, aber eben ausschließlich. Ach, ausschließlich? Jetzt willst du mir aber nicht sagen, dass du seit 4 Jahren nur Schwarztee mit... Nee, das habe ich ein halbes Jahr betrieben. Ein halbes Jahr? Mhm. Nur schwarzen Tee mit Milch und Zucker? Genau, also Milch ist durchaus ein Nahrungsmittel. Ja, ja. Also wenn man sich auch näher mit allen Nahrungsmitteln eben auseinandersetzt, dann, also mittlerweile... Aber Moment, wenn du ein halbes Jahr nur Tee und Milch und Zucker zu dir nimmst, musst du doch ein Strich in der Landschaft gewesen sein. Zum einen... Und zum anderen musst also du doch... Also am Anfang, als ich zurückkam aus dem Ausland, hat man es mir schon angesehen. Also ich habe vielleicht insgesamt, ich war früher normalgewichtig, ich habe mich aber nie auf die Waage gestellt. Mhm. Aber ich würde sagen, insgesamt habe ich 20 Kilo abgenommen. Wie viel hast du denn da in der Zeit dann gewogen? So um die 45. Ja, also jetzt immer noch und ein bisschen mehr. Hat man denn dann überhaupt Kraft zu leben? Kann man gehen? Kann man normalen Alltag bewältigen oder ist man einfach fertig? Kann man, ja. Das war vor 4 Jahren ungefähr. Genau. Wie ist es denn heute? Heute ist es so wie vor 3 Jahren auch. Also ich ernähre mich seit 3 Jahren ausschließlich von Gemüse und Obst. Das ist ja vielleicht gar nicht so ganz schlimm. Ja, also ich meine, klar, wenn man, es fehlen einem schon Nährstoffe. Ja, schon. Ja, das mag sein. Darf das Gemüse gekocht sein? Oder? Nee. Ich alles roh. Warmes Essen. Alles roh. Du isst also nur rohes Gemüse und entsprechend Obst. Also und Gemüse auch, ich meine, es gibt ja auch kalorienhaltiges Gemüse, wie Avocado. Ja. Das natürlich nicht. Also das kann man wirklich auch an einer Hand abzählen. Also es ist Salat, esse ich Radicchio und Chinakohl auch und Eisbergsalat und ansonsten Blumenkohl und Brokkoli. Darf denn der Blumenkohl auch roh? Ja. Roh. Darf denn der Salat ein bisschen angemacht sein? Nee, oder? Nee. Ganz nee, pur, du isst pur die Salatblätter. Genau. Kein bisschen Öl, Essig, irgendwie ein bisschen Aber Sahne. Aber mir schmeckt es auch. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt einen Chinakohl habe, dann schmeckt mir das auch. Also Essig könnte ich mich eventuell darauf einlassen, aber es bringt mir nichts, also vom Geschmack her, es würde mir jetzt nicht irgendwie... Isst du dich denn dann so richtig volle Kanne satt mit Obst? Ja, das ist schon, also ganz schlimm. Also ich esse auch ganz viel, was für Mengen, also
Ich will gar nicht wissen, also ich stelle mich auch im Moment nicht auf die Waage, weil das wäre psychologisch total der Fehlgriff, weil ich halt wahrscheinlich 5 Kilo mehr wiege am Abend. Weil du eben, weil natürlich sehr viel Obst hat man auch. Sehr viel Wasser auch. Eine gewisse Kalorienanzahl. Was vermutest du denn, wie viel du im Moment so wiegst? Ja, also meine Klamotten passen mir alle noch. Ich habe eben Kleidergröße 34, bin sehr knochig. Also auch vom Umfeld merkt man ja so die Reaktion. Also die machen sich alle Sorgen nach wie vor. So ungefähr, was schätzt du? Ja, so vielleicht 48. Also was machst du so im Leben sonst? Ich studiere. Was studierst du? BWL. BWL. Und genau, das, so, da hast du auch dann den Elan, die Kraft, die holst du dir aus dem Obst, und dem Gemüse? Ja, also komischerweise körperlich geht's mir wirklich, also ich habe nie Kopfschmerzen oder Beschwerden wie andere, ich bin nie krank, ich habe nie, also außer Bauchweh, wenn ich mich mal wieder vollgefressen habe, aber das ist ja klar. Also aber du hast gerade selbst das Stichwort schon gesagt, ich bin kein Ernährungsfachmann, keine Ahnung. Wenn man nur Obst und Gemüse nur und dann auch nur roh isst, fehlen einem doch wahrscheinlich schon wichtige Sachen. Hast du mit einem Arzt mal darüber gesprochen? Nee, also ich habe zwar einen Hausarzt in Anführungsstrichen, aber meinem alten Hausarzt habe ich es mal gesagt, aber die Hausärzte, die sagen da im Prinzip auch nicht so viel. Also der hat mich jetzt nicht sofort. Ja. Das heißt, du warst, du leidest dann ja, das kann man ja schon sagen, unter einer eklatanten Essstörung. Warst du denn irgendwann mal in einer Therapie? Deswegen? Nee, gar nicht. Warum nicht? Gar nicht. Also das sind immer so, ich habe sehr viel, also mein Studium, ich habe gar keine Zeit mehr für irgendwas daneben. Naja. Also naja. Das Einzige, was ich eigentlich mache, ist Essen und Studium. Also sonst nichts, wenn man es so mal so. Das ist eine faule Ausrede. Ja, also, genau, ist es auch. Ja. Und ich schiebe das halt so vor mir her. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile, wenn ich so mir überlege, es sind schon fast 5 Jahre. Nicht so, wo war die Zeit, aber also irgendwo. Hast du denn das Gefühl, das ist ja auch immer sehr wichtig, dass du darunter leidest, unter dieser Essstörung? Ich habe ehrlich gesagt eher Angst, dass ich darunter leiden könnte, wenn ich sie nicht mehr hätte. Also jetzt gerade hast du zum Beispiel gefragt, wie es ist mit der Energie und so weiter. Also wenn ich weniger esse, kann ich viel mehr leisten. Und manchmal bin ich halt so träge vom Essen dann abends, dass ich für mein Studium nicht mehr nach meinen Vorstellungen genug auf die Reihe bekomme. Das Gegenteil von der Essstörung bedeutet ja nicht, dass du dir den Bauch mit Fritten und Mayo voll vollschieben sollst. Aber die Idee dahin, also das heißt Idee, aber der Gedanke, dass ich so aufs Obst und Gemüse gekommen bin, ich habe am Anfang eben kaum was gegessen, nur ganz wenig und ich habe gedacht, alles, was ich zu mir nehme, davon nehme ich zu. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich von Obst und Gemüse nicht zunehme und das war dann sozusagen mein Ausweg, weil nicht mehr zunehmen, also es ging nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also dennoch, du bist ja nun mal gerade erst 24. Also würde ich es schon für richtig erachten, perspektivisch, wenn du es auch nicht jetzt sofort willst und kannst, dich in eine gute psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Ja. Denn auf lange, lange, lange Dauer wirst du mit Sicherheit einen Schaden davon tragen. Also ich habe schon, also ich habe nie erbrochen, weil da bin ich irgendwie, ich bin schon eitel auf jeden Fall und habe dann Angst um meine Zähne und alles, das würde ich nicht machen. Aber natürlich, also ich bin sehr knochig und man sieht auch die Adern an den, den Fingern und Händen und meine Haare sind viel dünner geworden. Zum Glück habe ich von Natur aus sehr dicke Haare, aber die sind viel dünner geworden und das ist halt, aber ich habe mich länger dran gewöhnt und man gibt immer mehr auf sozusagen, also für die Darf ich dir denn, so ganz unverbindlich, das kann ja nichts schaden, mal noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Gerne, gerne. Ja. Das freut mich, dass du gerne sagst. Das muss sich ja sowieso in dir entwickeln. Du musst es ja irgendwann für dich entscheiden, ich will etwas verändern. Wenn du das nicht wirklich willst, geht das sowieso nicht. Da kann man dich auch nicht zu drängen und zwingen. Ja. Ich würde nur an deine Vernunft appellieren, dass du deine Gesundheit auf Dauer ruinierst mit einer solchen Essstörung. Und das ist sicher eine gute, kompetente Beratung. Ja, ich habe halt Angst vor der Zunahme, dass ich dann so in Depressionen oder so stürze. Ja, weil aber genau das haben ganz viele Leute in deiner Situation und das wissen auch, damit wissen die Therapeuten auch umzugehen.
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, mein altes Leben sozusagen zu fühlen, weil man geht ja in so ein neues Leben. Und ja, ja, ja. Also, Mara, wir machen das mal so, wie du gerade auch direkt zugestimmt hast. Du unterhältst dich jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Mhm. Dann legst du auf und der Peter ruft dich an. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir wirklich alles, alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Esserfahrungen. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, ob ihr, ja, vielleicht, so wie Mara gerade erzählt hat, ein ganz ungewöhnliches Essverhalten habt. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal einen Anrufer. Da waren wir alle völlig platt und konnten es gar nicht glauben, aber es entsprach absolut der Wahrheit, der über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich nur von Pralinen ernährt hat. Das hat mich sehr beeindruckt und habe das noch gut in Erinnerung. Also wenn ihr vielleicht ein sehr ungewöhnliches Essverhalten habt oder wenn ihr ekelhafte Sachen, die wir so als ekelhaft erachten, schon gegessen habt und euch auch dabei geekelt habt. Oder andersrum, ihr habt die gegessen und fandet das gar nicht so sehr schlimm. Oder vielleicht macht ihr auch dieses oder jenes neckische Spielchen mit Lebensmitteln, die man eigentlich nicht so üblicherweise macht. Und ihr wollt mir davon erzählen, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Andreas, 37. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Andreas, grüße dich. Ja, ich freue mich sehr, dass ich mich auch mal äußern darf, also weil es mir auch momentan sehr, sehr schlecht geht. Ja, und du hast dich aber zu diesem Thema gemeldet. Ja, und zwar von meinem 17. Lebensjahr an bis zu meinem 27. Lebensjahr habe ich mich ausschließlich von Cola und Schokolade ernährt. Ach. Das ist ja auch so ein Fall, wie mit, was ich gerade erzählt habe, von dem Mann mit den Pralinen. Ja. Du hast, Moment. 10 Jahre lang hast du nur Schokolade und Cola zu dir genommen? Gar kein warmes Essen. Keine Vitamine, kein Obst? Gar nichts. Keine Vitamintabletten? Nein. Ich bin mit 17 Jahren bin ich von mir aus in ein Jugendheim gegangen, weil ich also mit meinen Eltern sehr große Probleme hatte. Mhm. Und dort waren also überwiegend kriminelle Kinder und die dann auch beim Mittagstisch Essen gegenseitig zugeworfen haben und ich konnte damit in keinster Weise umgehen. Aber ich frage mich sofort, oder habe mich gerade sofort gefragt, als du es gesagt hast, kann ein Mensch überleben 10 Jahre lang mit Schokolade und Cola? Also ich bin teilweise von verschiedenen Ärzten untersucht worden. Die haben zu mir gesagt, es wird darauf hinauslaufen, weil es dann halt auch vom Gewicht her entsprechend war, zwischen 210, 220 Kilo, dass es Herzinfarkt oder Gefäßerkrankungen geben wird, an denen ich mit Sicherheit sterben werde. Ja, aber immerhin hast du 10 Jahre so gelebt. Ja. Und, wirklich, ich frage es jetzt nochmal, weil es mich so erstaunt. Du hast in diesen 10 Jahren definitiv nichts anderes gegessen als Schokolade und Cola getrunken. Warmes Essen war mir also total fremd. Okay, kaltes Essen auch nicht mal ein Butterchen oder ein Nein, ich habe in meinem Leben noch nie Butter oder Margarine gegessen. Unfassbar. Ich habe in meinem Leben noch nie gefrühstückt, weil meine Eltern mir das nie beigebracht haben. Ich bin morgens immer ohne Frühstück in die Schule gegangen. Und ich habe heute wirklich dermaßen massive Probleme. So, jetzt genau. Jetzt haben wir gerade gesprochen von der Zeit zwischen 17 und 27. Ja. Heute bist du 37, also es sind weitere 10 Jahre vergangen. Ja, wie lebst du heute? Wie isst du heute? Heute versuche ich mich relativ normal zu ernähren. Nur es kann auch passieren, dass ich 2-3 Wochen gar nichts esse. Wie viel wiegst du denn heute? Also zurzeit sind es knapp 100,1 Kilo. 100,1 und vorher waren es 200? Zwischen 210 und 220 Kilo. Boah. Wie kam das denn, dass du dann mit 27 plötzlich angefangen hast, dein Essverhalten zu verändern? Ich kann dir das sagen, ich bin eine Treppe mit 10 Stufen hochgegangen und nach der dritten Stufe war Schluss. Und da ist dir ein Licht aufgegangen? Ja, ich musste also mindestens eine halbe Stunde warten, bevor ich weitergehen konnte und habe dann mit Schwimmsport und so verschiedenen Aktivitäten, Radfahren, habe ich das dann also mehr oder weniger in den Griff bekommen. Hast du denn dann damals so von heute auf morgen angefangen wieder zu essen? Ja, aber es hat also ganz, ganz, ganz langsam angefangen. Also zum Beispiel gesüßte Getränke,
das ist heute gar nicht mehr mein Fall. Also, na, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man 10 Jahre nur Schokolade gegessen hat, dass der ganze Magen- und Darmtrakt gar nicht daran gewöhnt ist, mal dann etwas anderes zu essen. Und das, also die Ärzte, die haben das also über Magenspiegelungen rausbekommen, das verhält sich ganz normal. Also die Organe sind dadurch also nicht in Mitleidenschaft. Unfassbar, geworden. Unfassbar. Ja. So, aber das ist heute alles andere als in Ordnung. Ja, also ich denke mir, also ich war jetzt letztes Jahr 8 Wochen in einer Reha für psychische Erkrankungen. Mhm. Mein Kurzzeitgedächtnis ist zu 90% zerstört. Woher? Ich habe also, warum? Man kann das also nicht sagen. Es liegen also bei mir sehr schwere psychische Erkrankungen vor. Ach so, ah ja. Und also von 180 Patienten war ich dort der schwerste Fall. Verstehe. Und die gehen von mindestens 7 bis 8 Jahren ambulanter Psychotherapie aus. Und ich müsste auch dringend in betreutes Wohnen. Aber mir wird das momentan sehr, sehr schwer gemacht. Mhm. Hast du gerade gesagt, dass du jetzt manchmal über Wochen gar nichts isst? Ja. Also, warum? Ich habe zum Beispiel jetzt von, man kann sagen, über die Feiertage Weihnachten bis 10. 11. Januar habe ich gar nichts gegessen. Aber dann trinkst du natürlich irgendwie. Ich trinke 3 Liter Leitungswasser am Tag. Und sonst gar nicht? Hast du auch kein Hungergefühl dann? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und wenn du dich dazu zwingen würdest, weil du denkst, man muss ja was essen, würdest du es gar nicht runterkriegen? Mein Verstand sagt mir das nicht mehr. Mein Verstand sagt mir das nicht mehr, dass ich irgendwas essen muss. Aber immerhin wiegst du ja noch über 100 Kilo. Wie groß, ja, bist, wie also groß bist du? Ich bin 1,86 Meter groß. 1,86 Meter. Das heißt, dann kommen doch wahrscheinlich wieder Phasen, wo du dann wieder ordentlich zulangst, oder? Also es kann passieren, zum Beispiel, ich gehe dann meinetwegen 1-2 Mal im Monat in ein China-Restaurant was essen, wo dann also Buffet angeboten wird. Mhm. Und dann kann es passieren, dass es dann also über 2-3 Stunden geht. Und dann, wenn du dann in der Esssituation bist, schmeckt dir das auch? Hast du es gar nicht im Mund? Und doch, das also ist schon, also dass ich das also schon dann mit Genuss essen kann. Ja. Aber es ist also so, ich kann das also ruhig sagen, ich war 7 Jahre mit einem HIV-infizierten Mann zusammen, also ich bin homosexuell. Mhm. Der hat mir das Leben also wirklich massiv schwer gemacht, der dann auch immer gesagt hat, du musst abnehmen, du musst abnehmen, du musst abnehmen, und ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Das ist natürlich wirklich schlimm für jemanden, der schon so eine schwere, ja, Essstörung hat, wenn man dem dann auch sagt, du musst abnehmen, du musst abnehmen. Und, ich habe dann also das auch so gehandhabt, also essen gehen gar nichts mehr. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich dann in den Kühlschrank aufgemacht habe, vielleicht mal einen Apfel oder eine Banane oder so, mhm. Aber es ist, wie gesagt, also oft jetzt in der letzten Zeit so, weil ich auch gar keine Freunde mehr habe, dass es passieren kann, dass ich also über 1-2 Wochen also gar nichts esse. Ja, du bist ein sehr einsamer Mensch. Ja. Ja. Und das, was für mich jetzt noch als Erschwernis dazugekommen ist, ich bin jetzt ab 1. Januar 2008 von der Bundesknappschaft Rentenversicherung in Frührente geschickt worden. Mhm. Und bin zu 60% schwerbehindert. Hast du vorher noch was gearbeitet? Ging ich das? Ich war früher im Staatsdienst der Bahn und beim Militär. Ah ja. Und, also habe dann schon meine Arbeit gemacht und auch dementsprechend gut verdient. Mhm. Und hattest dann halt auch deinen normalen Alltagsablauf, und jetzt hängst du zu Hause und bist, ja, ganz auf dich zurückgeworfen und auch auf deine Erkrankung. Was zum Beispiel von mir auch veranlasst worden ist, ich habe jetzt also seit Mitte letzten Jahres einen also staatlich bestellten Betreuer. Mhm. Der gute Mann, der macht also, man kann sagen, zu 95% für mich nicht. Mhm. Die Ärzte sagen, ich sollte nach Möglichkeit Richtung Nordsee in betreutes Wohnen, weil ich halt auch Probleme mit der Haut habe. Mhm. Andreas, ich würde mal vorschlagen, da werden wir mal versuchen, in dem kleinen Rahmen, den wir hier zur Verfügung stehen haben, dir gleich noch etwas zu helfen im Gespräch dann mit meinem Psychologen. Ich würde dich gerne noch etwas zu dem Essen fragen. Ja. Die Phase jetzt nach Weihnachten, wo du gar nichts gegessen hast, die ist ja vorbei. Im Moment, ja, aktuell isst du wieder. Also momentan ist es so, die letzten 5-6 Tage esse ich jeden Tag so 2-3 Scheiben Roggenmischbrot oder was ich halt gerade bekomme. Ja, und sonst nichts? Sonst nichts. Und du legst auch keine Wurst oder Käse drauf? Ja, nein, nein. Du isst dieses trockene Brot ich habe
momentan auch nur dieses Brot im Kühlschrank. Ansonsten ist in dem Kühlschrank gar nichts drin. Null. Ich habe auch sonst jetzt keine Lebensmittel, Mehl oder irgendwas. Ich bin vor 2,5 Jahren in eine andere Wohnung umgezogen. Ich habe mir in dieser Zeit in dieser Wohnung noch nie Essen zubereitet. Noch nie. Beobachtest du denn an dir, wenn du über so langen Zeitraum nichts oder dann nur so einseitig dich ernährst, dass es schon Mangelerscheinungen gibt? Das ist irgendwie also ich merke es halt daran, dass mir jetzt also in der letzten Zeit öfters schwarz vor Augen wird. Hängt sicher alles damit zusammen. Ja, die Ärzte sagen halt, es ist halt normal. Und ich muss auch momentan ein sehr, sehr schweres Medikament einnehmen aufgrund von ADHS. Und das kommt dann noch als zusätzliche Belastung dazu. Mhm. Also ich merke schon, dass du ein schwer angeschlagener Mann bist und dass diese Essstörung gravierend ist und sich eben quasi jetzt schon durch dein ganzes Leben zieht und die Ursachen liegen da in deiner frühen Kindheit. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin von 3 unterschiedlichen Amtsärzten der Rentenversicherung untersucht worden. Mhm. Die sagen auch, man wird ohne Grund mit 37 Jahren unbefristet nicht in Erwerbsunfähigkeitsrente geschickt. Absolut nicht, da hast du völlig recht, da gebe ich dir recht. Ich möchte aber gerne, da ich das ja hier gar nicht leisten kann, aber vielleicht mein Psychologe da so einige Informationen hat. Du hast ja ein paar ganz faktische organisatorische Anliegen. Vielleicht können wir dir so ein bisschen unter den Arm greifen. Das würden wir jetzt gerne versuchen, Andreas. Ja, das also wäre also wirklich dringend erforderlich bei mir, weil ich kann das also auf längere Zeit hin nicht mehr so weitermachen. Ja, also ich verspreche dir, was wir hier in unserem Rahmen machen können, da werden wir dir jetzt behilflich sein. Dazu bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du vielleicht nicht sofort, aber in der nächsten Zeit von dem Peter, meinem heutigen Psychologen, zurückgerufen. Ja. Von meiner Seite aus an dich wirklich alles, alles Gute. Und dass du dich einigermaßen wieder fangen wirst und dass es einfach bergauf geht, das wünsche ich dir von Herzen. Ich bedanke mich, dass ich also mich dazu äußern konnte, weil das war wirklich eine sehr wichtige Angelegenheit für mich. Ja, das glaube ich. Andreas, alles Liebe und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke. Tschüss. Und der nächste Anrufer zu unserem Thema ungewöhnliche Esserfahrung ist Klaus. Und Klaus ist 50. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Klaus. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, weil ich so eine ganz ungewöhnliche Esserfahrung gemacht habe schon. Und die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für euch alle. Aber ich habe so eine, ich sag das mal, vaginale Esserfahrung. Erzähl Näheres. Ja, es sind das eben irgendwelche Speisen, gerne aus der Vagina einer Frau. Aha. Süßspeisen? Nein, also das sind Banane oder Gurke. Ach sowas. Das zählt ja fast schon so ein bisschen zu den beschmunzelten Sexspielen, die der ein oder andere so macht. Ja, hat auch mit schon was zu tun. Also ist auf klarem Fall. Ne? Ja, ich habe gar keine Störung in der Leitung. Mit was hat es was zu tun? Mit Sex hat das schon was zu tun. Ja, natürlich. Ja. Verstehe ich das richtig, dass das so eine Art Vorspiel dann ist? Ja, und dann wird auch das Getränk dazu vorher in die Vagina gespritzt und dann aus der Vagina getrunken. Ein alkoholisches Getränk? Ja, Rotwein, Sekt. Ja. Findest du denn, ich meine, das ist ja schon ein bisschen krasser als normal, wenn man so Sachen einbaut in die Sexualität. Ja. Wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Findest du denn da Partnerinnen, mit denen du das machen kannst? Ja. Bist du in einer festen Beziehung im Moment? Nein. Nee. Also ich habe keine feste Beziehung. Ich hatte mal eine, aber die ist schon lange, lange, lange her. Ja. Und jetzt bin ich schon lange solo. Und das geht mit Solo-Beziehungen auch wunderbar. Also wo lernst du denn dann diese Frauen, die das auch gerne mögen? Wo lernst du die kennen? Nein, das mögen, das versuche ich dann denen irgendwie beizubringen. Ach so. Du versuchst irgendwie erstmal Frauen kennenzulernen und dann führst du sie an diese Thematik ran. Ja, irgendwie. Könnte mir aber auch vorstellen, dass du da auch öfters eine Abfuhr dann kriegst, oder? Das gibt's auch, aber dann gibt's auch noch normalen Sex. Ja. Wie wichtig ist dir denn diese Art der Sexualität? Irgendwo ist es irgendwie eine tolle Angelegenheit und
Das ist, ich kann das nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl, wenn man das daraus isst. Wie hast du denn das so in deinem, also jetzt, wo du schon reifer und erfahrener bist, entdeckt? Oder hast du das als junger Mann auch schon? Das habe ich schon, sagen wir mal so, vor 20 Jahren ungefähr schon festgestellt, dass mir das Spaß macht. Ne? Gehört das denn zu einer rundherum erfüllten Sexualität für dich dazu? Ja, auch. Das heißt, du könntest mit keiner Partnerin zusammen sein, die sagt... Nee, das nicht. Ne? Achso, so heftig ist es dann auch nicht. Nee, so heftig. Also wenn du dich jetzt in eine Frau verlieben würdest, richtig, und da käme eine Liebesbeziehung zustande. Dann wäre es nicht. Dann wäre es auch okay. Ja, dann wäre es okay, aber irgendwo, wenn ich dann eine andere kennenlernen würde, selbst wenn ich sie nicht richtig lieben würde, wenn es nur zum Sex wäre und die würde so ein Spielchen mitmachen, dann wäre das für mich eine tolle Erfüllung. Sagen wir mal so, ne? Und das schmeckt irgendwie, wie soll ich das sagen? Das schmeckt irgendwie anders. Ich habe es so drastisch habe ich das noch nie gehört. Kennst du andere Typen, die auch draufstehen? Nee, habe ich bis jetzt, also ich habe mich auch noch mit niemand drüber unterhalten. Ich glaube, das ist natürlich auch ein sehr intimes und persönliches Thema, wo man auch nicht gerade so am Stammtisch oder so in der Kneipe also damit arretiert man nicht in der Kneipe oder ja. Und es gab wirklich noch keine Frau, die ganz heftig reagiert hat und hat gesagt, nee, pass mal auf, das ist mir pervers, das möchte ich nicht. Hatte ich auch schon, ja. Ja, also auf jeden Fall, ne? Ja. Nur, wie gesagt, ich habe eben das Problem, weil euer Thema eben heute auch dazu passt, ungewöhnliche Esserfahrung. Ja, es passt absolut da rein, ja, natürlich. Und das ist eben eine ungewöhnliche Esserfahrung. Ja. Das ist ja nicht mal, dass ich das esse, weil ich dann Hunger habe. Nee, das ist mir schon klar. Das ist ein Spiel im Rahmen der gesamten Erotik und Sexualität für mich. Und meistens geht dem ja auch ein Vorspiel voraus. Ja. Wo man dann eben erst anschließend sagt, wie wär's, ich hätte Lust zu sowas. Ja, ja. Und dann geht das auch ganz, mal geht's gut und mal geht's ihm nicht gut. Ja. Lieber Klaus, ist heftig und extrem, aber es gibt halt alles Mögliche im Bereich der Sexualität und wenn beide Spaß dran haben, warum nicht? Danke, dass du angerufen hast und das uns erzählt hast. Ja. Alles Gute wünsche ich. Ne? Alles klar. Tschüss. Bis denn, ne? 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt ungewöhnliche Esserfahrungen. Und ich möchte folglich mit euch über solche Dinge sprechen, die extrem sind. Vielleicht wart ihr auch schon mal im Ausland, ganz in Asien oder weiß ich wo, in ganz fernen Ländern, wo man Dinge normalerweise isst, vor denen wir uns ekeln und ihr habt es mitgegessen. Vielleicht ruft ja auch Frau Herzsprung. Heißt sie Herzsprung? Baba an und ich würde gerne mal eingehen mit ihr darüber, mich unterhalten, wie das mit diesem Känguruhoden war. Das knirschte ja so richtig, das knetschte so aus dem Mund heraus, sodass wir uns ja alle ekelnd abwandten. Aber sie hat das ja ganz tapfer gegessen. Das hat mich da schon beeindruckt. Sie hat es wirklich gegessen und gekaut und auch runtergeschluckt. Wie schmeckt sowas, liebe Frau Herzsprung? Claudia, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ja, Claudia, grüße dich. Also ich rufe an zu dem Thema, weil ich bis vor einem halben Jahr circa jede Woche circa 2 Kilo Nutella gegessen habe. 2 Kilo? Ja. 2 Kilo Schokoaufstrich? Ja. Pro Woche? Ja. Wie viel wiegst du, darf ich mal fragen? 70 Kilo. No, das geht ja noch. Ja. Das ist ja okay. Jetzt hat sich da am Gewicht nichts geändert. Jetzt habe ich gerade den Anfang nicht ganz mitbekommen. Wie lange hast du das gemacht? Circa 18 Jahre. 18 Jahre? Ja. 18 Jahre, jede Woche 2 Kilo Schoko. Ja. Aufstrich. Warum? Keine Ahnung. Ich habe das nachts gehabt, dass ich angefangen habe zu zittern und immer nur das Bedürfnis nach Nutella hatte. Und damit wir jetzt nicht Steichwerbung für Nutella, weil es gibt halt andere Aufstriche, ne? Ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen. Es war nur der. Okay. Es musste der sein und. Ach so. Ja, ja. Verstehe. Du hast das Zeug dann auch immer pur. Immer mit dem Löffel. Immer mit dem Löffel. Ja. Ich weiß gar nicht, in so einem Glas sind 500 Gramm, ne? Nein, 750, 375 oder für die 2000 Gramm Gläser, die es gab, also. Ach, das sind solche großen Oschis da, ne? Ja. Und die waren in einer Woche weggeputzt. Ja.
Hast du denn nebenher, das ist ja dann die Lust nach Schoko irgendwie. Ja. Ne? Hast du auch nebenher noch Pralinen oder Schokolade gegessen? Gar nichts anderes. Gar nichts, nur das? Nein, gar nichts anderes. Keine Schokolade, keine Chips, nichts anderes. Und hast du dich sonst normal ernährt oder weniger gegessen? Ja. Ich habe weniger gegessen. Das glaube ich auch, sonst müsstest du eigentlich viel dicker sein. Ich versuche mich normal zu ernähren, aber man isst automatisch weniger. Ja. Ich kenne auch einen jungen Mann, der sehr viel so Süßes isst und rank und schlank ist. Das liegt aber daran, weil er sonst kaum was isst. Ja, also nee, dann wiegt sich das so auf. Ich habe normal versucht zu essen, aber weniger. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass da vielleicht irgendein Suchtstoff drin ist. Irgendwas, was da... Ja, man sagt ja auch, dass man nach Schokolade süchtig werden kann. Ja. Sagt man so. Ja, aber und jetzt bin ich seit einem halben Jahr... weg davon, sage ich mal. Genau, da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus. Wenn du das so viele Jahre gemacht hast, ist das jetzt eine Folge deiner Disziplin, dass du gesagt hast, nun ist Schluss, ich kann nicht mehr? Ich denke, es war einfach irgendwann mal zu viel. Das heißt, der Körper wollte es gar nicht mehr und du hast kein Verlangen danach gehabt? Ja. Es war gar keine große Kunst für dich, davon loszukommen? Nein. Ich habe dann mal einen Löffel gegessen und dann war mir schlecht. Und ach. War es vorbei. Hast du dich so in den Jahren immer wieder mal so gesundheitlich checken lassen? Ja. War alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Der Körper hat es gut weggesteckt? Ja. Ja, da sind ja auch nur keine schlimmen Giftstoffe drin in diesem Schokozeug. Ja. Es ist nur die Masse halt, ne? Menge. Ja, man versucht aber schon davon wegzukommen, weil man denkt, das ist ein Problem. Also ich habe es ja zu Hause versteckt, dann vor meinem Sohn. Ja. Weil er mir gesagt hat, Mutti, ich mache mit dir einen kalten Entzug und hat mich durch die Regale gezogen beim Einkaufen, dass ich bloß kein Nutella kaufe. Aber wie gesagt, das war schon schwierig, das dann zu verheimlichen irgendwann. Du bist sogar nachts aufgestanden und hast davon genascht? Ja, ich bin da zur Tankstelle gefahren, weil ich keins zu Hause hatte. Ja, das ist aber schon wirklich ein Suchtverhalten. Ja. Wenn du nachts zur Tankstelle fährst und holst dir so ein Glas. Ja. Und wenn du es dann hattest, hast du dann gleich mehrere Löffel? Es gab ja an der Tankstelle, gibt es ja nur kleine Gläser, die habe ich dann komplett geleert. Und dazu was getrunken? Ja, Milch. Milch, und das war's dann? Ja. Und dann bist du geruhsam ins Bett gestiegen? Dann hat das Zittern aufgehört und dann konnte ich wieder schlafen. Und es ging einher nachts immer mit, also wenn du nachts diese Anfälle danach hattest, mit körperlichen Zittern und... Ja. Das ist ja verrückt. Und wenn du ein bisschen Traubenzucker gegessen hättest? Hat nichts geholfen. Hast du auch ausprobiert? Ja, habe ich probiert. Ach so, naja. Ich habe das probiert mit anderen Süßigkeiten, das hat nicht funktioniert. Und tagsüber, hast du dir das auch schon mal so aufs Brötchen oder aufs Brot geschmiert? Nee, ich hab mir den Geschmack nie mit Brot versaut. Ja. Tagsüber, wo stand denn das Glas dann immer? In der Küche. In der Küche? Ja. Und dann bist du zwischendurch immer hingegangen, ein Löffelchen genommen? Ja. Und, du hast Familie, hast du gerade angedeutet? Ja. Und was hat dein Mann dazu gesagt? Ja, es haben alle für unmöglich eigentlich gefunden und unwahrscheinlich. Dann gab es die Zeiten, wo ich es auch zu Geburtstagen, Weihnachten geschenkt bekam. Ach, also es wussten schon viele Leute so in deinem Umfeld, wussten Bescheid. Ja, es weiß eigentlich mein ganzes Umfeld, dass das so schlimm war. Und die haben das wahrscheinlich so als Marotte gesehen, ne? Ja. Irgendwie. Ja, wie gesagt, ich bekam es dann oft geschenkt. wie gesagt, ich habe... Ja, im Endeffekt nie so viel gewogen, dass sie gesagt haben, ist Wahnsinn, die kann das nicht mehr essen. Mhm. Aber dass das für mich eigentlich vom Kopf her schon schlimm war, hat, glaube ich, keiner richtig bemerkt. Ich muss dir mal sagen, wenn ich kaufe mir dieses Zeug, egal jetzt von welcher Firma, kaufe ich mir gar nicht. Ja. Weil ich das auch so lecker finde. Ja. Ich glaube, ich würde auch immer zu hingehen und davon naschen. Ja, dann lasse ich mache das auch nicht mehr, ich brauche es nicht mehr und ich bin unheimlich froh drum, dass ich davon weg bin. Nach wie vielen Jahren war es denn so für dich, wo du dachtest, Mensch, das ist nicht mehr lustig? Ich denke mal, vor circa 8 Jahren fing das an. 8, 9 Jahre ist das her, wo ich gedacht habe, das muss aufhören, wo ich dann immer selber probiert habe, wegzukommen davon. Ja, ja. Und das hat nicht funktioniert. Hast du damals mal irgendwie mit einem Arzt drüber gesprochen? Ja. Die haben dann zu mir gesagt, ich soll doch nachts ein Brot mit Quark essen, aber da war mir halt nicht danach, ne? Ja, das war nicht so ein toller Ratschlag. Nee. Mhm. Wie hast du es denn gemacht, wenn du zum Beispiel in Urlaub gefahren bist? Das gibt's überall. Das gibt's überall. Also es gab keine Zeit irgendwann mal, wo du dann auch drauf verzichtet hast. Nein. Es war immer kontinuierlich, war es durch. Immer, egal wo. Bei meiner Familie, wenn ich sie besucht habe, überall. Ich glaube, es gibt ja auch da so verschiedene Sorten, ne? Hattest du da eine bestimmte Sorte? Nö, so es gibt nur eine. Es gibt nur eine, es gibt nicht mit Nüssen drin oder sowas. Es gibt nur eine. Ah ja. Mhm. Ja, also das ist ja nun wirklich eine tolle Sache, dass sich das von alleine erledigt hat. Ja, da bin ich auch froh. Ja,
Das ist wirklich interessant. Was mag dahinter stecken? Was mag da in der Psyche vorgegangen sein, dass nach so vielen Jahren der Körper oder die Psyche gesagt hat, nur ist gut, nur will ich nicht mehr? Ich hab zu meinem Freund immer gesagt, ich würde das gern mal auf einem Berg sehen, ja, was ich da gegessen habe. Ja. Und der hat dann immer gesagt, das willst du nicht. Das ist eine schöne Rechenaufgabe. Das kann man natürlich ausrechnen. Ja. Ein pfiffiger Rechner kann sich das, vielleicht ist das sowas wie die, so hoch wie die Zugspitze. Ich weiß es nicht. Das ist schon Wahnsinn. Boah, unglaublich. Ich glaube, wenn ich daran denke, vielleicht ist es damit auch weggegangen. Vielleicht. Und heute, wie ist es so, mal ein Stückchen Kuchen, nachmittags zum Kaffee? Weniger. Weniger, also. Weniger, eigentlich mehr herzhaft. Mehr herzhaft, ja. Gar nicht mehr scharf auf Süßes. Gar nicht. Ja, eigentlich kann man dich beglückwünschen, Claudia, dass du so davon weggekommen bist. Ja. Denn natürlich ist das für den Körper nicht gut. Ja. Ganz, ganz klar. Hätte schlimmer ausgehen können. Aber das glaube ich auch. Und ja, so ist es ganz gut ausgegangen. Ja. Du bist gesund und fit und auch nicht, ja, nicht übergewichtig. Nein. Und dann ist ja alles prima. Ja. Danke für deinen Anruf, Claudia. Alles Gute. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Rainer. Rainer ist 42 Jahre. Guten Morgen, Rainer. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ungewöhnliche Esserfahrung. Ja, ich bin durch einen damaligen Vorfall, ich sag mal Scheidung, bin ich in die Obdachlosigkeit geraten. Wann war das? Das war 2001. Ja. 2002. Das Leben auf der Straße ist natürlich knallhart. Man muss zusehen, dass man sich ernährt irgendwie. Wie ernährt man sich auf der Straße? Ja, wie ernährt man sich auf der Straße? Es gab eine Wärmestube in dem Ort, wo wir da Platte gemacht haben. Also Platte nennt sich dann eben Obdachlosigkeit, auf der Straße sein. Genau, ich glaube, das ist gängig, auf Platte sein. Das ja, kennt auf man. Platte, ne? Ja, genau. Und ist gut, Alkohol fließt natürlich dort auch, aber das war ja nicht das Problem. Hast du auch viel Alkohol getrunken? Da ist man zwangsläufig mit reingeraten, ne? Denn morgens, wenn man loslegte, wir haben darauf geachtet, wo die Lichter angehen, also die Leute, die früh aufstehen, und haben dann gleich an den Türen gebettelt, um ein bisschen Geld für Brötchen. Allerdings waren es dann keine echten Brötchen, sondern Blechbrötchen, also eine Dose Bier war sozusagen das Blechbrötchen. Ja, den Ausdruck habe ich auch noch nie gehört. Ist eigentlich nicht witzig, aber ich habe es noch nie gehört. Blechbrötchen für eine Dose Bier. Blechbrötchen, ja. Also wir haben gebettelt um Brötchen, aber wir haben es ausgegeben für Blechbrötchen. Erzähl mal weiter über das Essen. Ja, das Essen in der Wärmestube, da musste ich mich dann erst überwinden, sage ich mal so, in der ersten Zeit, weil in der Wärmestube gab es ja nur Sachen, die alle abgelaufen waren. Aber die noch durchaus genießbar waren, also die waren nicht verschimmelt oder so? Nein, die waren nicht verschimmelt, die waren genießbar. Ne? Konnte man da nur zum Frühstück hingehen oder auch mittags? Nee, man konnte auch zum Mittag da hingehen. Ja. Also wenn man es geschafft hatte, irgendwie mit der Zeit, mit der Bettelei und mit der Trinkerei und so weiter. Ja. Und diese Wärmestube wurde wahrscheinlich von einer Kirche oder von der Stadt organisiert, ein Sozialdienst. Von Kirche und Stadt. Ja, finanziert und von den ganzen Geschäftshäusern und so, ne, dass die abgelaufene Ware eben dorthin kam. Ja. Ist gut, das war eben das Ernähren, aber abends, wie gesagt, wenn man abends so einen Hunger hatte, dann sind wir eben in eine Metzgerei gegangen und die kannten uns schon und die haben uns immer sozusagen die erste Scheibe, die wird immer vorweg geschnitten, dann an die Seite gelegt und dann haben wir eben drum gebeten, also diese Sachen, die vorweg weggeschnitten werden, die eigentlich nicht mehr gut sind, dann für uns an der Seite zu legen. Und dann haben wir uns abends da unser Wurstpaket weggeholt. Sind dann zum Bäcker und die Brötchen, die beim Bäcker überblieben, die haben wir dann eben dazu bekommen. Habe ich hier in Köln auch schon beobachtet und fand das ganz toll und ganz rührend, dass die Geschäftsleute eigentlich sehr, sehr, die haben gegeben. Das war gar kein Problem. Das war normal, dass die Obdachlosen dann irgendwann reinkamen. Die kriegten dann genau, wie du es gerade beschrieben hast, so die Reste und die Brötchen, die nicht verkauft wurden. War das bei euch auch so oder musstet ihr da auch doch sehr betteln? Oder waren die großzügig? Wir mussten eher drum betteln. Ne? Also es war dann irgendwie nach einem gewissen Zeitpunkt, ich sag mal nach 2-3 Monaten war es klar, dann haben die Leute auch schon, die Geschäftsleute, ein bisschen mehr in die Tasche getan. Also auch mal ein Heißwürstchen oder ein Mettentchen oder so was. Ne? Weil die dann doch eben Not und Elend erkannt haben, weil wir auch irgendwie körperlich ein bisschen abgebaut haben. Ja, klar. Wie war das denn so mit frischen Sachen? So, wart ihr auch beim Obsthändler, der euch mal einen Apfel gegeben hat oder eine Banane? Da haben wir gar nicht erst angefragt, ne, weil wir genau wussten, Alkohol und Obst, da gibt es Durchfall von. Und ach so.
Ja, die Rolle Klopapier, die hat man sowieso im Rucksack gehabt und ja, von daher war das schon ein Problem mit dem Obst und dem Alkohol. Ne? Sag mir das doch nochmal mit dieser Wärmeküche. Das war dir unangenehm, da reinzugehen, weil die Sachen abgelaufen waren? Anfangs war es mir unangenehm und man musste wirklich essen, was auf den Tisch kam. Mhm. Und da ich vorher, ich sag mal, eigentlich sehr gut gelebt habe, entschuldige mal ein bisschen meine Bonnie Tyler Stimme. Ja, was ist los? Bist du erkrankt oder? Bitte? Bist du krank im Moment? Ja, ich habe im Moment so ein bisschen mit der Stimme. Achso, was hast du denn vorher, bevor du Obdachlos wurdest, was hast du beruflich da gemacht? Ich war im Betriebsleiter und ich hatte ein eigenes Haus mit meiner Frau und eben, wie gesagt, da kam eben die Scheidung dazwischen, war eigentlich nur schön beraten gewöhnt und alles. Ne? Und dann ist der Absturz natürlich eklatant gewesen, ne? Und der Kontrast. Und plötzlich kriegt man dann eine Suppe auf den Tisch, die man eigentlich früher, wo ich sagte, das kannst du nicht mal so einen Hund vorsetzen, selber essen musste. Ne? Und es ging einfach, ich meine, die Gedanken waren den ganzen Tag da, es ging ums Überleben. Mhm. Wenn ich das nicht gegessen hätte, würde ich heute nicht mehr leben. Ich könnte mir vorstellen, in der Situation, dass man immer zwei Gedanken hat. Einmal, ich habe Hunger, ich will was essen und auf der anderen Seite, ich will Alkohol haben. Ist das so? Ja, mir ging es eigentlich nicht so um den Alkohol. Ich meine, es ist gut, wenn man in so einer Gruppe drin ist oder wir waren eigentlich mehr oder weniger zu zweit, aber trotzdem war immer so der Gedanke da, ist gut, wir müssen überleben. Ja, der nächste Morgen kommt bestimmt. Ja. Wie lange hast du denn auf der Straße gelebt? Ein Jahr war es. Also. Ein Jahr? Ja, wir haben gesagt, also ich und mein Kumpel, den ich dort kennengelernt habe, wir machen die vier Jahreszeiten mit. Und dann machen wir eine Therapie. Mhm. Und machen wir mal einen Sprung jetzt. Das war 2001, dann hast du bis 2002 auf der Straße gelebt. Was machst du heute? Heute bin ich bei einer Diakonie beschäftigt. Ich habe mir hier, ich sag mal, im Teutoburger Wald eine gute Gemeinde ausgesucht, wo ich mich resozialisiert habe. Mhm. Ich bin ein anerkannter Mann. Ja. Die Leute wissen so gut wie nichts über meine Vergangenheit, aber ich habe mich selber resozialisiert, würde ich mal. Und bist da im Rahmen der Diakonie beruflich auch tätig? Genau. Ja, und bist du da vollkommen, lebst normal, hast eine Wohnung und ein Einkommen und alles? Alles normal? Ja, das ist alles normal, ne? Also, wie gesagt, nur wenn ich das heute sehe, ne, wenn sich Menschen im Supermarkt da drüber aufregen, wenn man eine braune Stelle an der Banane ist. Ich sag mal, wenn jetzt irgendwie eine Sehne am Fleisch ist, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen worden bin oder so, ne, dann. Ja, dann fällt mir nur diese Zeit ein, und wo ich dann sage, mein Gott, wenn die Leute wüssten, was eigentlich bedeutet, durch Lebensmittel zum Überleben. Ne? Also wir haben zwar keinen Krieg mehr, ne, aber wie viele Menschen da draußen leben, was die essen müssen. Mhm. Auch bei uns eben. Ja, natürlich. Auch in unserem Überfluss, in unserer Überflusswelt hier. Ja, wir sind ja eine Wegwerfgesellschaft, aber dass man damit überleben kann, damit rechnen die meisten gar nicht, ne? Die schmeißen es einfach weg. Bist du denn ohne große gesundheitliche Schäden durch dieses Jahr durchgekommen? Ich habe etwas abgenommen, das bleibt ja nicht aus, aber gesundheitliche Schäden habe ich nicht davon getragen. Und ja, ich habe mich dann ja, ich sag mal, von meinem damaligen Ort abgenabelt, ja hier in dieser Gesellschaft einen ganz anderen Ort aufgesucht. Ich habe einfach von vorne angefangen und aber ich glaube, das war so eine existenzielle Erfahrung, die du da gemacht hast. Das hat mich geprägt. Ja, und auch reifer und, ich sage es mal ein ganz pathetisch großes Wort, auch weiser gemacht. Ja, natürlich. Und meine Eltern, ich meine, ist gut, die haben mir immer vom Krieg erzählt, ne, aber wenn ich das so vergleiche, ich sag mal, da war ich selber im Krieg und musste auch jeden Tag drum kämpfen, damit ich satt werde, damit ich weiterleben kann. Mhm. Ich habe immer mit großen Ohren zugehört, wenn mein Vater erzählte, was Hunger bedeutete. Er hat im Krieg unglaublichen Hunger gelitten. Und wie viele Wochen es dauerte, als der Krieg vorbei war, bis er das Gefühl des Hungers wieder los wurde, obwohl er essen konnte. Das können wir uns ja alles gar nicht vorstellen, die wir immer gegessen haben. Du hast eine Ahnung davon bekommen. Ja, natürlich. Also ich weiß, wie gut eine Kartoffelsuppe sein kann oder ein Steckrübeneintopf, was viele heutzutage gar nicht mehr kennen. Mhm. Aber ich sag mal immer, ist gut, ich habe das eine Jahr nur überlebt. Ich habe Leute kennengelernt, die sind seit 25, 30 Jahren auf der Platte. Ja, ja. Ich habe immer meinen Hut davor abgezogen. Also Leute, ich
ich sag, aber die wollten gar nicht mehr runter. Die haben sich so an das Leben gewöhnt. Und da habe ich nur gesagt, ich denke, es ist gut, wenn ihr euch dann gewöhnen wollt, ich nicht. Ja. Ich möchte eigentlich meinen alten Standard wieder zurück, aber ich habe diesen alten Standard nie wieder erreicht. Na gut, aber du bist jetzt mit dem, wie du jetzt lebst, zufrieden? Ich möchte auch gar nicht mehr. Ja. Das ist die zweite Sache. Ja, aber Respekt, finde ich, also Respekt für meine Person, sich dann da auch wieder rauszuziehen, quasi aus dem am eigenen Schopf. Ich erahne, dass das schon sehr schwierig ist und ein ganz neues Leben sich aufzubauen. Ja, ich konnte jetzt nicht hierhin kommen und sagen, ist gut, gib mir Arbeit, gib mir eine Wohnung oder irgendwas. Ne? Also da gab es schon einige Hürden, die ich zu nehmen hatte. Aber wie gesagt, also ich habe heutzutage zu meinem Lebensmittelhändler auch einen sehr guten Kontakt und da sage ich auch, ist gut, du, wenn da Sachen irgendwo da sind, die kurz vor Verfallsdatum sind, ich sage, die brauchst du nicht wegwerfen. Ja, klar, ja, sicher. Ach, die kannst du mir ruhig geben. Ne? Ich sage, und wenn, dann zahle ich eben nur die Hälfte dafür. Ne? Ja, klar. Aber es hat mich unwahrscheinlich geprägt. Ne? Also ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und dass du aus dieser üblen Zeit herausgekommen bist. Freue mich auch, dass du angerufen hast, Rainer. Interessante Geschichte und die uns auch so einen ganz anderen Aspekt nochmal auf das Thema Essen und Lebensmittel gebracht hat jetzt. Vielen Dank. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch, ne? Dankeschön, tschüss. Und hier ist die Katja. Katja ist 26. Hallo, Katja. Guten Abend, Domian. Ja, guten Morgen. Oder so. Ja. Also meine Geschichte ist eigentlich relativ kurz. Ja. Ich habe im Rahmen meines Medizinstudiums einen sogenannten Präparierkurs absolviert. Das heißt, wir präparieren da ein Jahr lang an Leichen, die schon anderthalb Jahre in Formalin gelegen haben. Was nicht gut riecht. Da gewöhnt man sich sehr schnell. Naja, glaube ich. Riecht wie Rotwein ein bisschen. Naja. Und im Rahmen dieses Kurses habe ich mehrfach kleine Gewebsstücke bis zu 1-2 Zentimeter groß verschluckt. Wie bitte? Ja, natürlich. Wie kann man denn das verschlucken? Das ist... aus Versehen, oder wie? Aus Versehen, natürlich. Ach. Mit Absicht, um Gottes Willen. Aber wie geht denn das? Du arbeitest an einer Leiche. Frage 1, hast du keinen Mundschutz um? Nein. Den tragen wir dann nicht. Okay. Wir wirklich 3-4 Stunden da stehen. Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich schneide da und fummel da irgendwie rum. Wie kommt denn dann diese kleinen Gewebestückchen dann in deinen Mund? Ja, wir stehen mit 12 Leuten, mit 12 Studenten an einer Seite der Leiche. Das heißt, uns gehört eine Seite. Mhm. Und wir präparieren mit Pinzetten. Wir müssen den ganzen Körper mit Pinzetten auseinandernehmen. Mhm. Und das ist sehr glitschig, kann man sich vorstellen, wenn die Leichen immer wieder mit Formalin eingesprüht werden. Mhm. Wenn man nun hochkonzentriert über der Leiche beugt und der Nachbar flutscht ab und hat gerade ein Stück Fett oder ein Stück Bindegewebe an der Pinzette und man hat ausgerechnet daneben den Mund offen, dann fliegt einem das Stück Gewebe, wenn er Glück hat, in den Mund. Wie tief beugt man sich denn ran an die Leiche? Naja, man muss die Nerven und alles ja sehen können. Also das heißt, man kann auf 30 Zentimeter oder 20 Zentimeter schon nah rangehen? Wir gehen sehr, sehr dicht dran. Sehr dicht. Okay, jetzt flutscht da mal was vorbei. Dann spüre ich, dass das auf der Lippe landet. Dann schlucke ich es nicht runter. Nein, nicht, wenn es auf der Lippe landet, aber wenn man den Mund wirklich offen hat. Und dann spucke ich es aus. Aber nicht, wenn es ganz hinten in den Hals schießt. Doch, da würde ich aber alles dran setzen, das auszuspucken. Ich habe alles versucht, aber das ist ein Schluckreflex. Das kennt man, wenn man ziemlich weit was hinten in den Hals bekommt, das Erste, was man tut, schlucken und nicht wirklich so. Passiert das allen Medizinern und die sprechen nun nicht drüber? Es passiert bestimmt einigen, ja. Aber ich bin hochkonzentriert, ständig mundoffen. Dann hätte ich aber als allererste Maßnahme immer den Mund zugemacht. Das vergisst man über das Jahr auch. Das ist doch unfassbar ekelhaft. Das ist wohl ekelhaft. Das ist. Ist es nicht auch gesundheitsschädlich? Das kleine bisschen Formalin macht in dem Moment auch nichts mehr aus, wenn wir da jahrelang über dieser formalindampfenden Leiche stehen. Also das Formalin hat aber erstmal alle Bakterien getötet oder so? Hoffentlich. Wenn, dann könntest du nur irgendeinen gesundheitlichen Schaden bekommen durch das Formalin. Ja, ich denke schon. Wie groß waren denn die Stückchen, die du füllst? Naja, also das Größte war bestimmt 2 Zentimeter. Das ist wirklich klitschig, es rutschte dann nach hinten und ich habe geschluckt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde mich sofort so umdrehen. Also, das habe ich ja versucht, aber es kam einfach nicht mehr hoch. Und die anderen, was ist denen das auch schon mal passiert? Die neben dir dann standen? Also, oder hast du die einzige, nur den Mund aufgehabt?
wir sind bis zu 150 Leute in dem Präpariersaal, haben auch dementsprechend viele Leichen. An meinem Tisch ist es keinem weiter passiert. Mir ist es ausgerechnet dreimal passiert. Das ist ja unglaublich. Hattest du denn so ein bisschen Angst? Na, kann ich mir jetzt irgendwas holen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Weil sonst hätten sie uns wahrscheinlich doch einen Mundschutz aufgezogen, letztendlich, wenn das so gefährlich wäre. Gefährlich wird es dann, wenn die Leiche anfängt zu schimmeln. Wir haben sie immer ganz gut eingesprüht, deswegen war sie auch so klitschig. Ja. Achso, die wird dann, während ihr daran arbeitet, immer wieder eingesprüht? Ja, weil wir wir haben ein halbes Jahr eine Leiche und dann ein halbes Jahr nochmal eine Leiche. Ach so. Wir präparieren ein halbes Jahr komplett an ein und derselben Leiche. Das heißt, die Leiche bleibt dann, wenn ihr den Tag abgeschlossen habt, über Nacht einfach so da liegen oder wird die wieder eingepackt irgendwie? Genau, eingesprüht und eingepackt. Achso, eingesprüht, eingepackt und kommt die in eine Kühlbox dann über Nacht oder wie? Das ist sehr kalt in der Anatomie und Ach so. Die bleiben dann da liegen. Mhm. Und ja. Zum Schluss bleibt dann gar nichts von der Leiche mehr übrig? Zum Schluss liegt alles durcheinander. Da liegen dann der Kopf liegt zwischen den Beinen und das, was noch übrig ist. Mhm. Ja. Das ist natürlich so, für uns, die wir damit nicht vertraut sind, ist das im ersten Moment so eine Gruselgeschichte. Ein Gruselfaktor hat das. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man da beruflich ständig mit zu tun hat, macht es einem auch nicht aus, wenn da ein abgetrennter Kopf liegt? Das ist richtig, ja. Sind die Augen dann auf von den Menschen? Wir müssen die Augen auch präparieren. Also das kommt aber erst ziemlich zum Schluss. Also es ist jetzt nicht so das Problem, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran. Ich glaube, nach 2 Tagen war das absolut in Ordnung. Ja, aber... Was? Entschuldigung, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Wenn die ganze Leiche dann nach sehr langer Zeit, wie du gerade gesagt hast, völlig auseinandergeschnipselt ist und alles durcheinander liegt, was passiert dann mit der Leiche? Danach werden die eingeäschert und... Ach, die werden immer verbrannt? Genau, die werden eingeäschert. Jede Leiche hat ein Fach, da kommen dann die Reste, die man entnommen hat oder abgeschnitten hat, rein, wenn man sie nicht mehr braucht, in Anführungsstrichen. Mhm. Also, wir werden auch an den Teilen geprüft und danach werden die eingeäschert und von der Universität bestattet und bekommen auch eine Trauerfeier, wo wir alle hin müssen. Wo ihr alle hin müsst? Das denke ich. Also ich denke mal, das sind wir denen immerhin schuldig. Ne? Ja, hast du es gemacht? Ja, natürlich. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört, dass man dann als Student dann zu der Trauerfeier geht. Ist ja auch ein bisschen bizarre, ne? Dass man, eigentlich finde ich es okay und gut, aber schon ungewöhnlich. Ich denke, letztendlich sind es, auch in unseren Augen müssen es Menschen bleiben, auch wenn wir sie in dem Moment als Objekt sehen müssen, sonst könnten wir das wahrscheinlich gar nicht verarbeiten. Ich habe ja auch hohen Respekt vor Leuten, die sich zur Verfügung stellen für diese Arbeit, weil diese Arbeit muss ja immer an jeder neuen Generation von Studenten muss die ja geleistet werden. Das ist richtig. Die Körperspender können sich auch den Präparierkurs angucken, wenn die in Erwägung ziehen, sowas zu tun. Dann werden die eingeladen, können sich das anschauen. Könnte mir vorstellen, dass es sicher schwierig ist, für die Angehörigen damit umzugehen. Zumal die Bestattung nun lange auf sich warten lässt. Die lässt lange auf sich warten. Man hat immer die Vorstellung, jetzt ist vielleicht mein geliebter Mensch völlig auseinandergeschnitten, liegt er da in irgendeiner Box. Sodass man das sicher auch immer bedenken muss, ob man das den Angehörigen zumuten kann, die dann eben zurückbleiben, wenn man gestorben ist. Das ist richtig, ja. Würdest du es machen lassen? Würdest du dich zur Verfügung stellen? Nach dem Kurs nicht mehr. Warum? Weil man natürlich vieles durch Hysterie und ziemlich schwarzen Humor kompensiert, wenn man, das ist halt einfach eine Überreaktion letztendlich. Man schneidet nun wirklich jeden Tag an der Leiche rum und hat jeden Tag mit dem Tod zu tun und sieht nicht wirklich schöne Sachen. Das muss man irgendwie verarbeiten. Das heißt, an diesem Seziertisch werden auch viele derbe Witze gemacht? Ja, natürlich. Und auch viele Späße. Finde ich aber auch okay. Finde ich auch verständlich, dass man das macht. Immer mit einem schlechten Gewissen im Nachhinein. Ja, klar. Dazu sagen. Aber vielleicht ist das die einzige Möglichkeit überhaupt, damit einigermaßen normal dann umgehen zu können, als wenn ihr dann todernst da stehen würdet und ich finde das okay, ich finde das auch nicht pietätslos, also wirklich nicht. Wenn man dafür sorgt, dass dieser Mensch ordentlich bestattet wird und würdevoll bestattet wird, dann finde ich das schon eine sehr richtige Sache. Ja, das war ja eine kuriose Geschichte. Katja, bist du denn mittlerweile fertig mit dem Studium? Fast. Ich komme nächstes Semester ins PJ, ja. Und hast du eine Fachrichtung, die du anstrebst? Notarzt. Also erst Anästhesie und dann Notarzt. Ah ja, gut, das ist ein Stressjob.
Das brauche ich, sonst schlafe ich ein. Ich bin kein Mensch, der sich den ganzen Tag die Geschichten anhören kann von. Nee. Verstehe. Naja, du kannst ja vielleicht später auch noch was anderes machen, wenn es dann irgendwann doch nicht mehr zu anstrengend ist. Und ich bin auch nicht krank geworden. Bitte? Ich bin auch nicht krank geworden von dem verschluckten Gebetsstückchen. Also. Ja, dann bin ich jetzt ausgegangen, dass alles gut gegangen ist. Und du hast auch keinen so großen Ekel bekommen, dass du Gelbsucht gekriegt hast. Es ist gut gegangen. Du bist hart im Leben, merke ich schon. Man wird immer härter. Ja. Liebe Katja, war interessant, mit dir zu sprechen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir und toi, toi, toi fürs Studium. Tschüss. Und hier ist die Maria. Maria ist 62. Grüße dich, Maria. Hallo, lieber Domian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu hören. Ich verehre dich sehr. Oh, das freut mich aber sehr. Ja, du bist ein ganz toller Mensch. Dankeschön. Also, wirklich wahr. Und nach dieser Gruselgeschichte wollte ich dir jetzt eine Geschichte erzählen, ja, die eigentlich erfreulich ist. Ich bin gespannt. Und vielleicht so einigen hilft dir vielleicht auch. Vielleicht kannst du dich auch dann dran gewöhnen irgendwann, ja. Wenn du mal gestresst bist. Erzähl. Also mir ging es immer so, ich hatte einen sehr aufregenden Job und wenn ich so richtig fertig war und dann so ein bisschen Herzstiche hatte, dann überkam es mich, dann musste ich immer einen extra scharfen Senf, du weißt schon, der aus Düsseldorf. Ja. Den musste ich, dann habe ich mir das Glas vorgeholt und dann ging's los, dann wurde da das Glas geleert. Ach. Und so mit dem Löffel pur? Bitte? Mit dem Löffel pur? Ja, mit dem Löffel pur. Ganz scharfen Senf, extra scharfen Senf. Ja. Und danach ging's mir immer super gut. Und ich würde sagen, das ist meine Vermutung. Ich bin manches Mal so an einem Infarkt vorbeigehüpft, würde ich mal sagen. Denn das war oft schon sehr bedrohlich. Dann hatte ich wahnsinnige Schmerzen, so 10-12 Stunden gearbeitet. Ne? Was hast du beruflich gemacht, wenn ich fragen darf? Ich war im medizinischen Verkauf. Im medizinischen Verkauf, ja. Sag mal, hat denn das dein Magen mitgemacht, so ein ganzes Glas scharfen Senf zu essen? Ja, das hat er mitgemacht. Also ich hatte keinerlei Probleme. Das ist sehr interessant, da ich auch ein großer Freund von scharfem Senf bin. Ja, siehst du. Nur ein ganzes Glas würde ich mir nicht zutrauen, aber ich mag das auch sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich habe ja, dann bin ich einmal in einer Kneipe gewesen und da war es wieder so, da ging es mir so schlecht. Da habe ich die Wirtin gefragt, ob sie eben halt Löwensenf hat, guckte sie mich ganz groß an, sagt sie, ja, muss ich mal gucken. Und ein Würstchen dazu, sage ich, Würstchen muss ich nicht haben, ich brauche nur ganz dringend jetzt den Löwensenf. Und ein ganzes Gläschen bitte. Jawohl, ich habe, sie sagt, du hast Glück, ich habe noch ein Glas. Und dann habe ich da am Tresen gesessen, ich habe dafür Zeugen. Unfassbar. Das ist ja wirklich verdammt scharf, das Zeug. Und mein Mann saß daneben und war entsetzt und hat gesagt, wie kann man nur, der hasst den scharfen Senf. Aber danach ging es dir dann wieder gut? Ja, immer. Wahnsinn. Also sobald ich irgendwie Probleme habe, also da muss irgendeiner ein Stoff drin enthalten sein, der die Herztätigkeit irgendwo unterstützt. Ich weiß es nicht. Interessante Frage. Ja. Müsste man mit einem Kardiologen mal besprechen. Bitte? Müsste man mit einem Kardiologen mal drüber sprechen. Ja, ob die das genau wissen. Machst du es heute ab und zu auch noch, wenn du irgendwie Stress hast? Ja, also wenn ich diese Stiche verspüre, habe ich öfter mal, ich habe auch starke Verkalkung. Mhm. Das hat der Kardiologe auch festgestellt. Mhm. Und eben halt, vielleicht war das auch so, dass mir das eben halt auch rein, ja, als medizinische vielleicht Vorsorge, rein instinktiv. Oft tut man ja oder isst man Dinge, die instinktiv einem gut tun. Ne? Und da reagiert natürlich jeder Körper anders. Manch einer würde das vielleicht wirklich mit dem Magen nicht vertragen können. Ja, aber du kannst es vielleicht. Wie viele Jahre hast du das gemacht? Na, das habe ich eigentlich so 5 Jahre und jetzt, wie gesagt, ein ganzes mache ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mein Stress nicht mehr so groß ist. Aber wie gesagt, wenn ich so merke, also ich habe so Stiche in der Herzgegend, ja. Schmeckt dir denn auch dieser scharfe Senf? Oder? Oh, herrlich. Herrlich. Ja, kann ich ja verstehen, wie gesagt.
Und zu allem eigentlich so irgendwie, wenn ich mal so ein Fleisch esse oder so, es muss einfach Senf her, ne? Mhm. Andere nehmen Ketchup, ich nehme eben den extra scharfen Senf. Ja. Und dann noch mit dieser medizinischen Wirkung, in deinem Fall, man weiß nicht, ob bei allen Menschen so wirkt, aber bei dir hat es so gewirkt, dann ist das ja wunderbar. Ja, davon gehe ich aus. Und das habe ich auch schon ganz vielen gesagt, wenn die dann gesagt haben, wie kannst du dir da so viel Senf draufhauen? mein Slogan ist, das ist super gesund. Liebe Maria, meine Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass... alles Liebe und bleib so, wie du bist. Du bist so toll. Danke, ich danke dir von Herzen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Bleib gesund. Juhu. In der Technik heute Nacht, Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, tschüss.